Hey Leute, ich bin's wieder, euer Pokémaniac. Und heute habe ich euch wieder ein weiteres Mail-Video mitgebracht, denn wir haben Montag und dort zeige ich euch die gesendeten Tauschmails und die Freecards bei Mail, sowie auch gekaufte Karten oder sonstiges per Post. Genau, also habe ich hier heute wieder für euch mindestens 8 Sendungen drin in diesem Video. Und wir haben einige sehr krasse Karten dabei, über die ihr sicher staunen werdet. Und so fangen wir auch direkt an, hier mit dem ersten Brief. Und dieser kommt von Sandro. Sandro hat bei mir das Mega Rayquaza EX Drachenform gekauft und hat mir noch einen kleinen Bonus dazu gesendet. Und diesen Bonus möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Da hätten wir hier nämlich einmal Yungoos, Persimmon. Also es handelt sich dabei hauptsächlich, glaube ich, um Karten aus den Sonne-Mond-Sets, aus den englischen. Flamiao, Ibitak, Paras. Hier haben wir Yorklef, Imantis, Cosmog, Golbat, dann ein Chargerbug, ein Veluazi, Togedamaru, Alola, Slimer, Pokémon Fänger, Giftstich oder so, Team Skull, Rüppel, eine Kampfenergie, eine Psychoenergie, dann hier Austoss, Palossand, das sind beide Sternkarten, ein Paras in Reverse, Holo und ein Knirfisch, auch in Reverse Holo. Danke dir, Sandro, für diesen Bonus. Sehr nett von dir. Sehr cool. Danke dir, dass dir das Mega Rayquaza so gut gefällt. Ist auch echt eine coole Karte, die Drachenform, finde ich. Von dem Mega Rayquaza. So, dann kommen wir nun zum nächsten Brief. Jetzt geht es hier um die Tauschmail. Und dieser Brief kommt von Linus. Und Linus hat mir auch was Kurzes dazu geschrieben. Hallo lieber Pokémaniac. Ich freue mich, dass unser Tausch so schnell geklappt hat. Danke für den Wechselschalter. Ich hoffe, dir gefällt das Arktos. Ich habe dir noch einen kleinen Bonus dazu getan. Hoffe, er gefällt dir. Hoffentlich können wir bald mal wieder tauschen. Beste Grüße, Palin Palins. Genau, das ist sein YouTube-Name. Und genau, wir haben den Wechselschalter Ass-Klasse-Trainer getauscht. Also die Ass-Klasse-Trainer-Karte. Aus den Schwarz- und Weiß-Serien kommt die. Und er hat mir gesendet ein Arktos Full Art dafür. Aus Generation. Und als Bonus ein Pikachu Full Art. Sehr cool. Ich habe ihm natürlich auch noch ordentlich was dazu gepackt. Danke dafür. Sehr cool. Folgendes Arktos mag ich sehr gern. Hat ein simples Artwork. Dennoch schön. Schade, dass es kein Arktos EX ist. Trotzdem sehr coole Karten. Danke dir, Linus. Danke für den Tausch. Und nun kommen wir zu einem Brief von Laura. Und Laura hat mir auch was Kurzes geschrieben. Hallo Pokémaniac, danke für den Tausch. Ich bin immer sehr zufrieden. Hoffentlich tauschen wir bald wieder. Gruß Laura. Und hier unten sehen wir ein cooles Pikachu und ein Bautz. Sehr niedlich sehen die aus. Gut getroffen. Danke dir. Und wir haben getauscht 2 Lunala GX. Genau. Und da und der Tausch ging folglich um Yveltal Turbo dagegen und ein Mega Bisaflor EX Full Art. Genau. Diese Karte fehlte mir noch auf Deutsch einmal für die Lieblingskartensammlung. Und das Yveltal finde ich einfach so ganz cool. Ich hoffe, du kannst dir ein gutes Deck mit den Lunana GX bauen. Ich glaube, du möchtest dir ein Deck daraus bauen, so wie ich das verstanden habe. Ich hoffe, du kriegst alle Karten dafür schnell zusammen. Hier haben wir dann noch ein paar Bonuskarten, die sie mir gesendet hat. Ich mache mir erst den Bonus 2 auf. Hier haben wir eine Burning Energy. Ein einmal Training Center. Heavy Boots. Rotom aus Plasma Sturm. Cesurio aus Plasma Frost. Und Conny.
aus Fliegende Fäuste. Und in dem Bonus 1 ist nochmal ein sehr nices Pokémon bei. Wie ihr seht, nämlich hier dieses Gengar in Reverse Holo, Lucario in Reverse Holo, Porenta, Smogon, Elezeba und Tuska. Sehr schön. Danke dir für diesen Reverse-Bonus. Darüber habe ich mich auch sehr gefreut. Cool. Danke dir dafür, Laura. Und natürlich für das Mega-Bisa-Floch. Sehr schön sieht es aus. Es war jetzt nicht unbedingt die beliebteste Mega-EX, aber dennoch gefällt sie mir ganz gut. Schließlich gehört sie zu den drei originalen Startern. Genau. Und nun zum nächsten Brief. Und dieser kommt von Niklas. Mit Niklas habe ich auch schon öfter mal getauscht. Sehr oft, um ehrlich zu sein, glaube ich. Und hier ist ein Bonus. Dem widmen wir uns mal zuerst, bevor wir dann zu den Tauschkarten kommen. Hier haben wir einen Bisofunk in Reverse Holo. Sehr schön. Aus Schwarz-Weiß mit Hornattacke und Doppelstampfer. Dann Bolterus aus Dampfkessel. Aranestro aus Sonne, Mond und fliegendes Pikachu. Sehr cool. Aus Evolution. Und noch zwei Hüllen. Hier als Bonus. Und da drin sind nur Holokarten, wie ich glaube ich gesehen habe. Nämlich Viscogon, Trikefalo, also ordentliche Drachen-Action bis jetzt. Klickdidak haben wir hier. Cesurio in der Shiny-Variante. Broccolos, auch aus Sonne Mond. Holo. Und Nidoking. Sehr schön, mit dem Oldschool-Holo-Artwork. Aus Evolution. Danke für diesen Bonus, Niklas. Und der Tausch ging um Groudon EX. Hier. Wie ihr seht, aus Protoshock und Protogrodon EX, ebenfalls aus Protoshock. Sehr coole Karte, wirklich. Und ein Mega Gardevoir EX Full Art aus Generation. Genau, und dagegen habe ich ein Arctos Full Art gesendet, aus Generation eben. Und ein Gyarados EX Secret Rare. Genau. Und natürlich noch einen kleinen Bonus dazu gepackt. Danke dafür, Niklas. Danke für diesen Tausch. Und nun kommen wir zum nächsten. Von Niklas Brief gehen wir über zu... Wen haben wir da? Zu Timothy. In diesem Brief kam... diese Karten. Und er hat mir auch was Kleines dazu geschrieben. Oh, was heißt klein? Das ist eine ziemlich große Story hier. Lieber Tim, hier sind die Karten für das Mangospector GX Rainbow Rare. Falls sie nicht mehr im Top-Zustand sind, schenke ich sie dir. Der Bonus kommt im Laufe der Woche. Aber unten ist eine kleine Geschichte, die mir passiert ist. Liebe Grüße, Timothy. PS, ich würde mich freuen, wenn du mal auf meinen YouTube-Kanal vorbeischaust. Geschichte. Und ich soll Musik einfügen. Mal sehen, ob ich daran denke, am Ende des Videos. Also nochmal spezielle einzufügen. Ich habe mir ein Video angeschaut über Shinies in Pokémon Sonne Mond. Farm. Im Hintergrund lief ein Opening im TCG Online. Bei einem Pack war Mistys Entschlossenheit Full Art. Danach habe ich mir ein paar Evolutionsbooster gekauft. Ich habe ein Video darüber gemacht. Dort habe ich ebenfalls Mistys Entschlossenheit Full Art gezogen. Als ich das Video von dem Opening auf dem PC ziehen wollte, ging das nicht. Aus Versehen habe ich das Video gelöscht. Am Abend habe ich ein TCG Online Video aufgenommen. Von den 10 Boostern war eines dabei, wo Mistys Entschlossenheit Full Art gezogen. Das Video konnte ich hochladen. Glaubst du, es war Zufall oder doch etwas Übernatürliches? Gute Frage. Ich denke, Zufälle passieren einfach.
Und mir ist es auch schon sehr oft passiert, dass ich eine bestimmte Full Art endlos oft gezogen habe. Aus einer Booster-Serie. Kann also mal passieren, Timothy. Also, ich würde mich einfach darüber freuen, dass es trotzdem Full Art Pulver. Und das macht das Ganze doch ein bisschen cooler. Genau, also, ein Mangospector GX Rainbow Rare habe ich dagegen gesendet. Das hier ist ein Bonus, den er mir geschickt hat. Der Bonus, den er mir geschickt hat. Den habe ich jetzt nur aus dem anderen Brief noch hier zugepackt. Da hätten wir einmal die ulkige Gestalt Imakuni. Kampfgeistgürtel, sehr schön. Die Sonnewig Arena, Platschenergie, Doppelfarblosenergie, Stärkeenergie, Brandenergie, Radikal G, Roserade C, MCs Geschwätz, Ursaring Reverse, Energiezugewinn, Tausch, Sonderbonbon, Quappo haben wir hier in Reverse, sehr schön aus Evolution, und Austos, eine Sternkarte aus Sonne und Mond, und Europe aus Evolution sowie Cosmog. Und der Tausch ging um Mewtwo EX, Promo aus der Tin und Lunala GX Full Art. Sehr schön. Ja, die Karten sind gut angekommen. Danke dir, Timothy. Keine Sorge. Und das Mangospector GX Secret Rare ist auch auf dem Weg. Zusammen mit einem weiteren Bonus natürlich. Genau. Danke dir dafür. Danke vor allen Dingen für das Lunala. Sehr schön. Und nun kommen wir von Timothy zu dem nächsten Brief. Und der Name desjenigen fängt auch mit T an. Tom nämlich. Mit Tom habe ich auch schon öfter getauscht. Und er hat auch das Gewinnspiel gewonnen und hat mich darauf angeschrieben. Also er hat die Pins gewonnen. Die drei. Und er wollte gleichzeitig auch noch einen Tausch damit verbinden. Konnte man also gut einrichten. So, dann haben wir hier ganz schön was zu zeigen, würde ich sagen. Und zwar, den Bonus machen wir danach, denn der ist schon ganz schön cool. Hier haben wir einen Juveltal Turbo, darum ging der Tausch. Und ein Nachtara GX. Sehr schön, auch aus Sonne Mond. Sowie Volcanion EX. Secret Rare, sehr cool. Ist eine schöne Karte. Wirklich, vom Artwork her. Gefällt mir echt gut. Und er hat mir dazu einen ordentlichen Bonus gesendet. Nämlich hier einmal diese Hülle. Mit weißem Kyurem. Holo. Suicune. Holo aus einer Tin. Sumpex Holo, Zygarde Promo Holo und Trikefado Holo. Sehr cool. Aber da bleiben wir nicht stehen bei diesem Punkt. Denn er hat auch noch mir zugesendet ein Tauboss EX Full Art aus Evolution. Ein Mega Stardos EX Full Art aus Dampfkessel in einer Shiny Form. Sehr schön. Und Volcanion EX Full Art. Sehr cool. Danke dir dafür, Tom. Das ist echt ein ordentlicher Bonus gewesen. Ich habe dir auch eine Karte reingetan, von der ich glaube, dass sie dir sehr gut gefällt. Und hoffe. Kleiner Tipp, es ist übrigens eine Secret Rare. Mal sehen, ob du die gebrauchen kannst. Und ich habe dir noch ein paar Hüllen dazu gepackt, die du auch noch benötigt hast. Genau. Und nun von diesem coolen Brief, was soll jetzt noch kommen? Mal sehen, was wir noch so für Tauschpost haben. Würde ich sagen. Und somit auf zum nächsten hier. Und dieser Brief kommt von Carvalho. Ich hoffe, das ist richtig und das ist dein Vorname. Und du hast mir auch einen Brief geschrieben.
Hallo Pokémaniac. Ich finde es schön, dass der Tausch funktioniert hat. Und dass alles gut ankam. Zu der Karte habe ich dir auch 2 Bonus dazu getan. Viel Spaß. Kannst du meinen Bruder grüßen, Brian? Ja klar. Liebe Grüße, Brian, an dich. Ich hoffe, du hast auch so viel Spaß wie wir am Pokémon-Sammelkartenspiel. Liebe Grüße. Und liebe Grüße aus Luxemburg. Yo. Sehr cool. Also, ich tausche eigentlich mit allen möglichen Leuten. Deswegen. Und er hat mir als Bonus ein Pokémon Sonne-Mond-Booster dazu gepackt. Original so verschlossen. Deswegen werde ich den, denke ich, in einem anderen Video öffnen. Also, schaut rein, wenn ihr unbedingt sehen wollt, wann dieser Booster geöffnet wird. Demnächst, denke ich, werde ich nochmal ein Opening in der Richtung machen, wo ich einzelne Booster öffne. Und dort wird es auf jeden Fall geöffnet werden, dieser Booster. Und er hat mir noch einen weiteren Bonus dazu gepackt. Nämlich Hyperball zum einen, Fuego, Ivitak in Reverse, Austoss, Knirfisch, Bisbark, Costurso, Tucanon, Maskeregen und Smetbo. Das sind fast alle Stärkkarten gewesen aus Sonne Mond. Danke dir dafür. Sehr cool. Nice. Und der Hyperball Full Art natürlich. Darum ging der Tausch. Dagegen habe ich auf jeden Fall einen Lapras GX Secret Rare, also Rainbow Rare, getauscht und noch einiges. Genau. Danke dir auf jeden Fall dafür, für diesen Hyperball. Die habe ich natürlich auch noch einen Bonus dazu gepackt, als Dankeschön für das extra Pack. Ich hoffe, du freust dich ebenfalls über die Karten. Jo. Und ich hoffe, wir tauschen wieder. Gerne. Ich glaube, du benötigst noch einiges aus Sonne Mond. Dafür kann ich sorgen, dass dir das irgendwie noch zukommt. Hier von Fabian kommt nun der letzte Brief für diesen Tag. Und genau, dieser beinhaltet auch einige ganz nice Karten. Hier haben wir einmal als Bonus, was er mir geschickt hat, Fleur Delis Trumpfkarte, Handperiskop, Roller Skates, Barnett, Dragonair, ein Togekiss, Exeggutor und Hawlucha. Sehr cool. Einige sehr schöne Reverse-Karten. Hier aus den letzten XY-Erweiterungen. Sehr viel aus Drachenleuchten, wie ich sehe. Fällt mir gerade auf. Und einiges aus Phantomkräfte. Danke dir für diesen Bonus. Immer nice, wenn etwas so schön glitzert. Und der Tausch ging um Mega Ampharos EX, Groudon EX Full Art, und mir fällt jetzt erst auf, dass die Karte auf Englisch ist. Ernsthaft? Okay. Ich dachte, sie wäre deutsch. Trotzdem, ganz cool. Giratina EX, hier auch Full Art, aus Ewiger Anfang. Und Darkrai EX, eine Promo in diesem Fall. Eine Sinn-Promo. Die kann ich noch für meine Sammlung gebrauchen. Und ein Shaman EX Full Art. Sehr nice. Darum ging der Tausch halt hauptsächlich. Die kann man ja ganz gut so auch in Decks packen. Aber wahrscheinlich laufen die bald aus dem Format raus. Das ist schade. Ich habe einige Anfragen gekriegt, ob ich nicht darüber mal ein bisschen Info machen könnte. Über so Formate, Turnierformate und so weiter. Ich denke, das werde ich demnächst mal machen. Also, falls ihr das wissen wollt, welche Karten so alle legal spielbar sind momentan und so, dann gerne weiter zuschauen. Ich denke, ich werde demnächst mal ein Sondervideo darüber machen. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei diesem Video, bei den ganzen Tauschmails, die ich euch heute gezeigt habe. Und ihr schaut auch das nächste Mal wieder rein, wenn ich für euch alles Mögliche unboxe. Euer Pokémaniac. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß weiterhin. Bis dann.